Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. So, und zwar geht es heute mal um die Reflux. Die Reflux ist eine legendäre Shotgun, hergestellt von Hyperion, und auch diese könnt ihr in Borderlands 3 bekommen, ohne ein DLC besitzen zu müssen. Die Reflux kann von den beiden Gegnern Anathema und Scorch gedroppt werden, die sich beide im Guardian Takedown befinden, aber um sie wesentlich stressfreier zu farmen, kann man sich auch nach Eden 6 begeben, und zwar auf die Map Gefräßiger Baldachin. Läuft man hier nämlich bis an das Ende des Familienjuwels, trifft man auf Genevieve, die eine 11,4%ige Chance hat, die Reflux zu droppen. Auch vor der Arena befindet sich ein Spawnpunkt, an dem ihr immer wieder neu starten könnt, sowie ein Munitionsautomat, an dem ihr eure Magazine wieder auffüllen könnt. Wichtig ist aber, dass ihr, um die Reflux bei Genevieve farmen zu können, mindestens auf Chaos Modus 6 spielen müsst, da die Waffe auf geringeren Chaosstufen nicht droppt. Die Version der Reflux, die Genevieve mir zuletzt gedroppt hat, ist diese hier. Eine gesalbte Level 65er Cash Infused Reflux mit einem Schaden von 5823x7, einer Zielgenauigkeit von 65%, einer Handhabung von 73%, einer Nachladezeit von 3,1 Sekunden, einer Feuerrate von 2,48 und eine Magazingröße von 10. Meine hat plus 10% kritischer Trefferschaden, plus 82% Waffenschaden, plus 58% Waffenzielgenauigkeit, plus 44% Waffenschildkapazität und einen 2,2-fachen Waffenzoom. Die Reflux hat bei mir das Korrosionselement, was bei euch auch der Fall sein wird, da die Waffe nur mit dem Korrosionselement droppen kann. Als roter Text steht auf der Waffenkarte, das brennt bestimmt heftig und ist zusammen mit dem Namen der Waffe eine Anspielung an die Refluxkrankheit, die dafür sorgt, dass Magensäure zurück in die Speiseröhre fließt. Die Reflux ist, wenn man so möchte, die stärkere Schwester der Brainstormer, nur dass sie nicht wie die Brainstormer Schockschaden verteilt, sondern mit dem Korrosionselement ausgestattet ist. Man kann also mit ihr genau wie mit der Brainstormer Gegner verketten und so den Schaden unter den Gegnern verteilen. Jedes Projektil der Waffe hat die Chance, eine Verkettung zu erzeugen, die entweder auf einen weiteren Gegner überspringt und den zusätzlich verkettet, oder aber die Verkettung dreht sich um und sorgt dafür, dass zwei Gegner mit zwei Ketten verkettet sind. Die maximale Anzahl an Verkettungen pro Gegner sind 5, was schon für sehr guten Schaden sorgt und die Waffe wie eben auch die Brainstormer zu einer sehr guten Mobbingwaffe macht. Je nach Salbung, Bild und Kammerjäger ist die Reflux natürlich unterschiedlich stark, aber insgesamt ist sie eine recht gute Mobbingwaffe mit Korrosionsschaden, mit der man viele Gegner gleichzeitig umnieten kann. Dadurch, dass die Reflux vom Effekt dieselbe Waffe wie die Brainstormer ist, ihr Element bei vielen Gegnern hilfreich ist und ihr Grundschaden doppelt so hoch ist wie bei der Brainstormer, gebe ich der Reflux auf einer Skala von 1 bis 10 eine faire 7. So Leute, aber damit würde ich mal sagen, war es das auch schon wieder mit diesem kurzen Guide. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein!